Guten Abend, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten der DDR. Die Nachrichten im Überblick. Der 60. Jahrestag der DDR. Die Wahlergebnisse der Volkskammerwahl 2009. Die Weltwirtschaftskrise und deren Auswirkungen in der DDR. Das Wetter. Unsere Heimat, die Deutsche Demokratische Republik, wird 60 Jahre. Wir alle sind stolz darauf, was 1949 gegründet wurde. Aus diesem Grund entschloss sich das Politbüro für eine Feier in der gesamten Republik. Die Vorbereitungen der Festlichkeiten zum 60. Jahrestag der DDR laufen auf Hochtouren. Auch die Bezirksstadt Dresden rüstet sich für die Festlichkeiten. Ich war persönlich in Dresden, um mir ein Bild von den Vorbereitungen der Festlichkeiten zu machen. Überall in der gesamten Republik bereitet man sich auf die Festlichkeiten vor. Auch hier in der Bezirksstadt Dresden freuen sich die Bürger auf die Feierlichkeiten. Sie strömen zu Hunderten auf die Straße und wollen ein Teil der Geschichte sein. 60 Jahre DDR. Hallo, mein Name ist Ronny Feldmann. Ich bin von den Nachrichten der DDR. Und wir sind heute hier live direkt in Dresden, um mal zu schauen, wie die Bevölkerung sich auf die Festlichkeiten 60 Jahre DDR einstellen. Hallo, mein Name ist Ronny Feldmann. Wir sind von den Nachrichten der DDR. Ja, natürlich, wir stehen total. Ich bin in der Partei, wissen Sie? Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, aber meine Jungs, die machen Schwindel und wir sind total dabei und freuen uns. Wir haben jetzt aus Berlin unseren Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker per Telefon zugeschaltet. Guten Tag, Herr Staatsratsvorsitzender Honecker. Im kapitalistischen Ausland gab es ja einige, die den Untergang der DDR schon vor vielen Jahren prophezeit haben. Wie sehen Sie denn das? Fehlt es auch nicht an Untergangspropheten. Dabei wussten Sie ganz genau, dass Ihre Prophezeiungen auf Sand gebaut sind. Was wünschen Sie sich denn für die nächsten 60 Jahre? Dass sich die Deutsche Demokratische Republik an der Westgrenze der sozialistischen Länder in Europa als Wellenbrecher gegen Neonazismus und Chauvinismus bewährt. Zum Abschluss haben Sie nun die Möglichkeit, sich noch an das Volk und an das Politbüro zu wenden. Ich wünsche unserer Partei und ihrer Führung auch weiterhin die Festigung ihrer Einheit und Geschlossenheit und dem Zentralkomitee weiteren Erfolg. Herr Honecker. Vielen Dank, Herr Honecker, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war live per Telefon unter Staatsratsvorsitzender Erich Honecker zu dem Jahrestag der DDR. Unser Staatsratsvorsitzender Erich Honecker und das Politbüro haben beschlossen, zum Anlass des 60. Jahrestags der DDR die Originalhymne von Johannes Robert Becher wieder offiziell und unverzüglich freizugeben. Wir geben ab zu unserem Korrespondenten Milan Hermann in die Bezirksstadt Dresden. Schönen guten Tag, Herr Kammersänger Helmut Schleicher. Guten Abend. Guten Abend. Der Kulturband der Bezirksstadt Dresden und unser Staatsratsvorsitzender hat Sie auserkoren, die Originalhymne von Johannes R. Becher zu interpretieren. Wie fühlen Sie sich im Vorfeld dieses erhebenden Moments? Erfüllt mein Herz sowohl mit Stolz und zugleich mit großer Freude. Diesen Text anlässlich des 60-jährigen Geburtstages unserer Republik so in dieser Weise wieder interpretieren zu dürfen. Und ich glaube auch, dass es gerade für die Menschen in unserem Lande ein wichtiges Zeichen ist. Denn dieser Text erwärmt die Herzen, gibt Hoffnung und lässt Gutes in der Zukunft entstehen. Ja, meine Damen und Herren, das waren wohl epochale Worte meines guten Freundes, Herrn Kammersänger. Wir dürfen so recht gespannt sein auf seine einzigartige Interpretation unserer Nationalhymne. Und der Zukunft zugewandt.
zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Alten Not gilt es zu zwingen, und wir zwingen sie vereint, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön beginnt über Deutschland. Die Volkskammerwahlen 2009 in der DDR. Auch 2009 war die Wahlbeteiligung, wie erwartet, sehr hoch. Auch 2009 ist die SED die stärkste Partei. Und nun zu den Wahlbeteiligungen in den Bezirksstädten. Dresden mit 97%, Leipzig mit 95%, Karl-Marx-Stadt mit 96% und Ost-Berlin mit 97%. Die Verteilung in der Volkskammer mit insgesamt 500 Sitzen. SED 147 Sitzplätze, CDU mit 82 Sitzplätzen, die DPD 78 Sitzplätze, die FDGB 94 Sitzplätze und die FDJ mit 99 Sitzplätzen. Die Weltwirtschaftskrise ist in der Republik offensichtlich nicht zu spüren. Unter anderem spricht der Vorstand der LWG weiterhin von Planerfüllung. Anders sieht es im kapitalistischen Ausland der BRD aus. Die Arbeitslosenquote ist in den letzten Monaten drastisch gestiegen. Wir geben ab zu unserem Korrespondenten Milan Herrmann nach Freital zum VEB Edelstahlwerk. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Zuschauer. In den bewegten Zeiten wie den heutigen interessiert uns sicherlich eine Frage brennender denn je. Zieht die Weltwirtschaftskrise an uns vorbei oder leben wir mitten in ihr? Dazu stelle ich ein paar Fragen meinem Gesprächspartner Herrn Naumann. Ich begrüße an meiner Seite Herrn Neumann, seines Zeichens Kollektivleiter des VEB Edelstahlwerks in Freital. Schönen guten Abend, Herr Neumann. Schönen guten Abend. Unser Plan vom VEB Edelstahlwerk wird von unserem Kollektiv natürlich wieder übererfüllt. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Dieses Jahr, wie auch alle Jahre zuvor, werden wir wieder planmäßig eine Planübererfüllung zu Wege bringen. Wir können stolz sein auf unsere Freitaler vom Edelstahlwerk. Vielen Dank und damit zurück ins Studio zu Ronny Feldmann. Und nun zum Wetter. Auch in den kommenden Tagen zieht sich das milde Herbstklima in Dresden fort. In Dresden erreichen wir bei Sonnenschein bis zu 12 Grad. In Leipzig und Karl-Marx-Stadt steigen die Temperaturen sogar auf 15 Grad. Das waren die Nachrichten vom 31. Oktober 2009. Im Anschluss die Hymne der DDR, live gesungen von Helmut Schleicher. Auf Wiedersehen.